Wie bin ich hier nur reingeraten? Ich meine, irgendwas muss ich doch falsch gemacht haben. Okay, also nochmal von vorne. Was soll das? Tut mir leid, Herr Fährlich. Verzieh dich und hol mir einen Tee. Billy, Moment. Was hältst du davon? Diamantraub im Juwelierladen. Sonntagnacht wurde im Juwelierladen Casa Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro gestohlen. Darunter auch ein Diamant, dessen Wert mehr als die Hälfte der Summe ausmacht. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt. Na, klingt doch mal nach einem richtigen Fall, oder? Ja. Nein. Was steht draußen auf unserer Tür? Schülerdetektiv. Und was macht so ein Schülerdetektiv? Er löst Fälle. Für? Schüler. Richtig. Richtig. Wann kann ich auch mal einen eigenen Fall lösen? Schon bald. Wirklich? Sicher. Watson, hast recht. Das ist wirklich nichts für uns. Diesmal kommst du mir nicht dazwischen, Sergej. Das ist mein Fall. Fall 41. Nemo gefunden. Fall abgeschlossen. Fall 42. Die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantwortet. Fall Ach, das alte Schmuckstück wieder. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Andauernd klemmen diese Tasten hier. Wie wär's denn mal mit einer richtigen Tastatur? Nein. Okay, wir kümmern uns drum. Gut, ich warte. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich bin kein Typ für feste Beziehungen. Oh, das ging ja schnell. Hier, dein Portemonnaie. Oh, du hast es gefunden? Danke! Meinen Anteil habe ich mir schon rausgenommen. Und immer schön die Augen steif halten. Die Taschendiebe. Die sind hier überall. Überall. Okay. Hier, dein Portemonnaie.
Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Darunter auch ein Diamant, dessen Wert mehr als die Hälfte der Summe ausmacht. Was für ein verfluchter Diamant! Wir haben hier keinen Diamanten. Macht einer von euch einen Alleingang? Ich warne euch. Wir haben den Laden noch leer geräumt. Dann muss er auch hier sein. Guckt nochmal nach. Das ist deine Schuld. Du hast die Tasche zweimal fallen lassen. Es war mein Plan und es ist meine Tasche. Ich sage dir, wenn du ihn verloren hast, dann bringe ich dich um. Hallo. Hallo, mein Name ist Lilly und das ist mein Mann Markus. Hallo Markus. Meine Mutter, sie ist verschwunden. Wir wollten sie gestern besuchen gehen. Wir haben uns verabredet, aber sie war einfach nicht da. Und auf dem Handy konnten wir sie auch nicht erreichen. Vielleicht hat sie es ja nur vergessen. Nein, so ist sie nicht. Irgendwas ist mit ihr passiert. Das weiß ich. Merkwürdig. Hab ich mir schon gedacht. Okay, ich war's. Was? Ich hab deine Mutter satt. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Seitdem wir verheiratet sind, mischt sie sich in alles ein. In alles! Damit wäre der Drops wohl gelutscht. Das glaube ich jetzt aber nicht. Markus, was hast du mit ihr gemacht? Sie ist bei den Kühen. In der Scheune. Gefesselt. Noch ein Tee, bitte. Ich. Beweisstück A, Beweisstück B. Beweisstück C. Der Täter hat meiner Prinzessin den Kopf abgerissen. Ein Attentat. Hast du ihn dabei gesehen? Ja, da auf dem Spielplatz. Und ich will eine neue Puppe. Weißt du noch, wie er aussah? Ja. War er noch ein Kind? Nein. Beschreib mir sein Gesicht. Er hatte lange Haare, man konnte seine Augen nicht sehen. Aber er hatte eine große Nase. Hatte er einen Bart? Ja. Okay. Ich schaue mal, was ich mit dem Phantombild tun kann. Danke. Hier, Clara. Die Fotos. Er sieht nicht aus, als wäre er eine Bedrohung.
Ich weiß, er sieht besser aus. Aber er ist die Konkurrenz. Er schnappt mir die Kunden weg. Ach, Sergej. Gute Arbeit. Kein Problem. Was hast du nur als nächstes vor? Für dich. Absender? Steht nicht drauf. Wohl wieder Fanpost. Danke, du kannst Feierabend machen. Was haben wir diesmal? Worauf wartest du? Meine Bezahlung. Was soll das? Letztes Mal war es mehr. Letztes Mal hatte ich auch mehr. Ja, klar. Hey, ich habe einen Auftrag für dich. Schließ doch beim Rausgehen bitte die Tür hinter dir, okay? Hey, Sie! Sie haben Ihre Uhr verloren! Danke, Kleiner. Gut, dass es noch ehrliche Menschen gibt. This is the story and a couple of things that have been running in rings down my mind. It's one of those days when the lights all turn red and the pills just won't clear all the pain from your head. You wish that you had and you got out of bed. Shit sure is flying your way. Secondhand news at an unwelcome time. Your brain's clogging up, soon you're losing your mind. You're wondering if fate could be any less kind when she suddenly twists your knife. Herein. Sind Sie gefährlich? Ja. Setzen Sie sich doch. Nein, danke. Ich stehe lieber. Okay. Ja. Paul. Mein Name ist Paul. Paul. Wie spät
ist es? 8:30. Was führt Sie zu mir? Ich habe gehört, Sie seien der beste Schülerdetektiv. Jetzt hören Sie mir mal zu, Peter. Paul. Paul. Ich bin kein Schülerdetektiv, sondern ein Schülerdetektiv. Meine Aufgabe besteht darin, dort zu helfen, wo andere aufgeben oder es erst gar nicht versuchen. Ich habe ein Ohr für diejenigen, denen nicht zugehört wird. Wissen Sie, ganz groß ist nur der, der sich für die ganz, ganz Kleinen einsetzt. Es ist nicht nur einfach ein Job, nein, es ist meine Verpflichtung, ja, meine Bestimmung. Sie kennen meine Konditionen? Ich weiß Bescheid. Die Bezahlung ist kein Problem. Hauptsache, Sie finden sie wieder. Schönes Foto. Frankreich? Wo wissen Sie das? Scharfsinn. Sie ist verschwunden. Die Kette? Nein, meine Freundin Rosa. Sie ist seit 2 Tagen nicht mehr zu finden. Tot oder lebendig? Lebendig natürlich. Tut mir leid, das sind reine Formalitäten. Aber ich finde sie. Er wird die Stadt verlassen. Heute Abend. Du findest ihn am Bahnhof. Du solltest schnell verschwinden. Er ist auf dem Weg zu dir. Du hast Glück, dass du mir zahlst. Ah, sehr gern. Komm, setz dich doch. Herr Laschnikow? Na, warum so förmlich? Nenne mich einfach Karl. Spasibo. Was möchtest du wissen? Informationen über geklaute Diamanten? Kostet es aber. Folgendes. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person. Hast du sie schon mal gesehen? Da. Wo? Und mit wem war sie unterwegs? Feiern. Mit Freunden. Mir fällt das Wort nicht ein. Camping. Camping. Wo genau? Nanu, was ist das? Wir müssen alle unsere Brötchen verdienen. Okay. Danke für die Information. Пожалуйста. Ah, Yuri! Langes, braunes Haar. Nicht schon wieder. Wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Können wir unbeobachtet miteinander sprechen? Mein Name ist Dieter. Sie müssen mir zuhören. Die wollen mir was anhängen. Das ist der Diamant aus der Zeitung. Der gestohlene Diamant. Die sind da eingebrochen. Eingebrochen sind die da. Und jetzt wollen die mir das anhängen. Aber eins sage ich Ihnen. Ich war's nicht. Das glaube ich gerne, aber woher haben Sie den überhaupt? Den habe ich gefunden, als ich das Geschäft von meinem Hund beseitigen wollte. Wissen Sie, ich bin ein verantwortungsbewusster Bürger, bin ich. Ja. Ich lasse die Haufen da nicht einfach rumliegen. Aber es trifft ja immer die Falschen. Also war der Diamant im Hundehaufen. Beschissen, was? Scheiße. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Tut mir leid. Ich mag Mäuse, keine Ratten. Das hier ist eher was für die Polizei. Polizei? Nein, nein, nein. Die stecken doch alle unter einer Decke. Die suchen mich bestimmt schon. Aber sie haben doch nichts gemacht. Sag ich doch. Das wissen die aber nicht. Und
Wie soll ich Ihnen jetzt helfen? Ich bin unschuldig. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Beweisen Sie es. Beweisen Sie meine Unschuld. Okay. Okay, gut, ich mach das. Hier. Hier wurde das Ei gelegt. Und ich stecke jetzt bis zum Hals in der Scheiße. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Lassen Sie mich nicht hängen. Und den lassen Sie hier. Der ist bei Ihnen sicherer. Mir ist die Sache zu heiß. Auf was haben wir uns da nur eingelassen, Watson? Ja, ich weiß, du hast mich gewarnt. Aber trotzdem, kannst du dich auch ein wenig nützlich machen, hm? Watson, so kommen wir nicht weiter. Nein. Weißt du, dieser ganze Fall ist wie ein riesiger, eitriger Pickel. Man weiß einfach nicht, was für einer bei rausspringt. Watson? Watson! Gut, dass Sie meine Freundin Rosa gefunden haben. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ja, kein Problem. Ich weiß, wie das ist, nach einer Party auf einer Insel vergessen zu werden. Ist doch jedem schon mal passiert, oder? Stimmt. Bis zum nächsten Mal.
Wie sieht's aus? Haben Sie meinen Fall schon gelöst? Hören Sie, ich hänge dran wie ein Bandwurm an der Dünndarmschleimhaut. Ich vermute... Vermute! Was soll das? Ich brauche handfeste Beweise. Okay. Haben Sie Ihren Hund vielleicht irgendwann mal aus den Augen gelassen? Vielleicht will Ihnen ja niemand was anhängen, sondern der Hund hat den Diamanten versehentlich verschluckt. Sie sind unfähig. Und jetzt schieben Sie die Schuld auf jemanden, der sich nicht wehren kann. Aber wenn Hunde sprechen könnten, dann würden Sie das nicht wagen. Ich arbeite dran und ich werde Ihre Unschuld beweisen. Ich melde mich, wenn ich was Neues habe, okay? Alles klar, bis morgen. Ich höre. Hast du die beiden schon mal gesehen? Den Hund ja, den Mann nicht. Man passt nicht auf Hund. Hund ist immer überall. Soll ich den Mann töten? Nein, so viel Geld habe ich nicht. Na gut, ich habe gehört, du hast den Diamant. Schlecht für dich. So. Da wären wir wieder. Mein Fehler war's wohl nicht. War wohl einfach nicht mein Tag. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wer seid ihr? Wir sind Alvin, Simon und... Da, Peteo. Ich mach das. Wo ist der Diamant? Welcher Diamant? Unser Diamant! Ihr seid die Diebe aus der Zeitung, ne? Ich hab von euch gelesen, ja. Aha, ein ganz schlauer, hä? Ja, dann kombinier mal das. Musste das sein? Wo ist der Diamant? Welcher Diamant? Okay. Im Kaugummiautomaten. In meinem Büro. Ja, da liegt er. Wir kommen wieder. Hey! Mann. Watson? Bist du da? Worauf wartest du? Mach mich los. Ja, ich weiß. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren. Nein, du kannst mich doch nicht hängen lassen, Watson! Watson? Sergei. Sarah? Clara, Klappe und zuhören. Ich werde dich jetzt losbinden, denn wenn die den hier nicht finden und wiederkommen, werden die ziemlich sauer auf dich sein. Und für das, was dann passiert, will ich mich nicht verantwortlich fühlen. Gefolgt und habe alles fotografiert. Weißt du, Sergei, dieser Fall bringt mir endlich den Erfolg, den ich verdiene. Ich habe die Beweisfotos und den Diamanten. Gestohlen. Na und? Was willst du der Polizei erzählen, ha? Das. Dass du ihn gestohlen hast. Hier mein Vorschlag. Ich bekomme die Fotos, womit ich meinen Klienten beruhigen kann. Und du behältst den Diamanten. Und du bekommst zwei Zeugen, die für dich aussagen, wenn du ihn zurückbringst. Deal? Deal. Hinterher!
Ich glaube, die sind weg. Du kannst rauskommen. Verdammt. Sie haben uns abgehängt. Und jetzt? Sie kennen unsere Gesichter. Ruf Theo an. Wir müssen untertauchen. Was gibt's Neues? Diese Fotos zeigen die wahren Diebe mit der Beute. Die Diebe haben den Diamanten verloren und nicht bei ihnen versteckt. Das können Frau Himmel und ich bezeugen. Ihr Hund hat den Diamanten zufällig gefressen. Ja, ja, schön. Ja, aber ich habe ja gleich gesagt, dass ich unschuldig bin. Wir sind unschuldig. Nein, er ist schuldig! Die will uns was anhängen. Entschuldigt mich bitte. Meinst du? Ich weiß, dass er kein Motiv hat, aber das war ein Tonbild. Moment mal, das haben wir gleich. Sie hat recht. Sie sind der Mann, der die Puppe kaputt gemacht hat. Nein! Nicht er! Er! Das erklärt so einiges. Vielleicht erklärt mir einer mal was. Dein Hund hat meine Puppe kaputt gemacht und den Glitzerstein aus meiner Krone gefressen. Wie genau sah der Stein denn aus? Vielleicht so? Ja, das ist mein Glitzerstein! Tatsache, das hier war kein echter Diamant. Fall abgeschlossen. Wie bin ich hier nur wieder reingeraten? Irgendwas muss ich doch falsch gemacht haben. Also nochmal von vorne. I say you don't have a clue that what you do affects my life and now I'm screwed. Hey, tell me who are you to choose? I what is right and wrong, come on and then stop to pretend that you're my friend, that you're just giving me a helping hand to understand the way I am is somehow not how it's supposed to be. You say I'm free, but then you treat me so I'm down on my knees. Back off, girl, I'm coming back. This is my game, yeah. And I'm aware that life's not fair, but I'm not there to hit rock bottom, so I take my share. And no despair, no empty stares. No, I don't wanna be like that. And now despite my broken pride, I have decided that I will fight. Won't let you keep your lies, no alibis. This is the time that I'm gonna make this deal. Then you'll see how much I'm free, and eventually you'll be down on your knees. Back off, y'all, I'm coming back. This is my game, yeah. And eventually you'll be done on.